ist wieder Lesemonatszeit, juhu. Und ich kann mich wirklich freuen, denn ich habe im August sage und schreibe 16 Bücher und einen Manga gelesen, was echt sehr viel ist, womit ich nicht gerechnet hätte. Aber ich bin froh darüber, dass ich so viel geschafft habe und dass auch sehr viele gute Bücher mal wieder dabei waren nach dem letzten Monat, wo ich mich ja so überrascht war, dass ich so viele 5-Sterne-Bücher gehabt habe. Muss ich sagen, dass es in diesem Monat sich wiederholt hat. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 Sterne vergeben. Das ist auch ziemlich viel. Und ich kann mich da echt nicht beklagen. Der Monat war sehr gut. Und ja, wie gesagt, 17 Sachen stehen hier drauf. 16 Bücher plus ein Manga. Fangen wir mit der Statistik an. Ich habe kein Buch abgebrochen. Darüber bin ich auch sehr stolz. Ich habe 3 quer gelesen. Ja, ging irgendwie manchmal nicht anders. Dann habe ich 6 Rätsel-Exemplare gehabt. Und dementsprechend gibt es auch 6 Rätsel. Die verlinke ich alle in der Infobox. Und wenn es geht, in der Infokarte. Aber ich glaube, da kann man nur 5 Videos verlinken. Von daher geht wohl nicht alles. Plus, ich habe noch ein Vergleichsvideo gedreht, aber dazu kommen wir später. Ich habe 7, sage und schreibe 7 Subbücher gelesen plus den Manga. Das heißt eigentlich 8 quasi. Und das ist echt viel. Das habe ich schon seit Monaten nicht mehr. Ich habe aber auch diesen Monat einiges an Neuzugängen gehabt. Liegt vor allem an dem Überraschungspaket, das ich bekommen habe, weil echt viele Bücher drin waren. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das verlinke ich auch mal, falls ich es nicht vergesse. Dann habe ich 2 BIP-Bücher gelesen und wie gesagt 6 Rätsel-Exemplare und ein Reread-Challenge-Buch. Und damals sind das 17 Sachen. So, und die Seiten nochmal, habe ich schon fast vergessen. Es sind 6837 Seiten im Monat gewesen und pro Tag sind das 220 Seiten, 55, also ungefähr 221 Seiten. Es donnert und blitzt und regnet gerade draußen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das habt ihr vielleicht gehört, ich weiß es nicht. Kommen wir zu meinem Lesemonat. Fangen wir direkt an. Mein Monat hat angefangen mit einem Buch, das ich zusammen mit Jessie und Malle gelesen habe. Also Melody of Books und Buchfeder. Und die fanden es beide nicht so gut, wie ich es fand. Denn ich habe diesem Buch sage und schreibe 5 Sterne gegeben. Es heißt, der Beweis, dass es ein Leben außerhalb meines Zimmers gibt. Von Melissa Kyle ist aus dem CBT Verlag und hat 380 Seiten und ich fand es echt erfrischend. Es war jetzt kein bedeutungsschwangeres Buch, es war locker, leicht, süß und verspielt und ich habe es einfach gerne gelesen. Ich habe es unheimlich gerne gelesen, es hat mir Spaß gemacht, es war lustig, es war so eine süße Geschichte für zwischendurch und ich mochte es einfach unheimlich gerne. Die beiden Mädels mochten es nicht so sehr wie ich, weil ich habe, glaube ich, nach ihnen angefangen zu lesen. Die hatten beide schon ein bisschen was gelesen, als ich angefangen hatte, weil ich vorher noch andere Bücher beenden wollte. Und dann habe ich gefragt, ja, wie seid ihr, die waren so um die 100 Seiten schon weit. Und ich dachte mir, ach du Mist, ich muss das auch aufholen. Und dann habe ich angefangen zu lesen und konnte quasi nicht mehr aufhören. Ich habe das innerhalb von 2 Tagen oder so beendet. Und dann habe ich die Mädels gefragt, wie weit seid ihr denn? Und die waren nicht annähernd so weit, weil es denen einfach anscheinend nicht so sehr gefallen hat wie mir. Und ich konnte einfach nicht aufhören. Ich mochte es, es geht. Es spielt aus der Sicht eines Jungen, was ja nicht so oft bei den Büchern ist, die ich lese. Aber ich muss sagen, dass die nächsten paar Bücher alle irgendwie aus der Sicht eines Jungen spielen. Und das war bei mir am Anfang des Monats irgendwie so ein Buch nach dem anderen und hat mich selbst schon gewundert. Aber kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall 5 Sterne kann ich empfehlen. Alle, die so eine locker leichte Geschichte suchen mögen. Spielt in Australien. Ist ein schönes Land und super Geschichte. Ich rede schon fast 5 Minuten und habe noch gar nichts gezeigt. Okay, das zweite wollte ich einfach direkt dahinter schieben, damit ich es hinter mich habe. Quatsch, damit ich, ja, weil es schnell geht und weil ich es gerne lesen wollte. Und zwar Kamikaze Kaito Jean, der im Manga, das ist der 7. Band von Arina Tanemura. Ich habe es leider irgendwie zerstört. Das ist wohl falsch in ein Bücherregal reingestopft und jetzt, wo ich es rausgeholt habe, habe ich gesehen, dass ich es kaputt gemacht habe. Naja, der 7. Band und seltsamerweise hat er mich so ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise ich habe halt erwartet, dem 5 Sterne zu geben und hat mir letztendlich nur 4 Sterne gegeben. Hat übrigens 176 Seiten ungefähr, aber ist ja halt ein Manga, geht ultra schnell.
Wieso habe ich dir nur 4 Sterne gegeben? Weil es mir einfach zu übertrieben war, zu religiös, zu bedeutungsschwanger. Es wurde hier, also vorher ist klar, es geht irgendwie um Gott, weil sie halt diese Dämonen für Gott einfangen und mit göttlicher Kraft und bla. Gott war schon immer ein Thema, das ist klar, aber diesen Band haben sie für meinen Geschmack einfach total übertrieben. Vor allem, er war halt so ein kleines Thema, das immer im Hintergrund mitgeschwungen hat und hier nimmt er halt irgendwie die Hauptperson fast ein und dabei ging es um ihn fast gar nicht, also um Gott. Ich fand es einfach zu übertrieben, es war für mich zu religionsbedeutend, zu religionsschwanger, zu viel des Guten. Deswegen, es hat mir nicht so gefallen, leider, aber es war halt trotzdem gut. Und es ist halt jetzt leider vorbei mit der Reihe. Ich habe es beendet. Dann habe ich, wie gesagt, ein weiteres Buch aus männlicher Sicht gelesen. Und zwar Kissed von Alex Flynn. Hat 362 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. War für meine Reread-Challenge. Ach Quatsch. War für die Sommerlese-Challenge. Und es war anders, als ich es erwartet hätte. Es ist eine Märchenadaption, das stimmt schon. Ich hatte nämlich eher gedacht, dass es mehr um diese Froschkönig-Anteile geht, was man auf dem Cover sieht und was man auch von dem Zusammenfassung so ein bisschen merkt. Aber eigentlich ist das mehr so ein Mischmasch aus verschiedenen Märchen, teilweise auch aus Märchen, die ich vorher gar nicht gekannt habe, weil das auch manchmal so ein paar unbekanntere Märchen sind, was eigentlich ganz gut ist. Und ich fand es interessant, wie das alles zusammengemischt wurde. Es war eine schöne Abenteuergeschichte mit so ein bisschen Liebe eingehaucht und Freundschaft und Familie und es war einfach irgendwie anders, als ich es erwartet hätte. Ich dachte eher, es ist so eine typische Liebesgeschichte mit Märchenanteilen, aber das ist es halt nicht. Es ist eine Abenteuergeschichte. Es geht darum, dass der Protagonist Johnny eine Aufgabe hat und diese durchziehen will und dann auf dem Weg zu diesem Ziel halt Steine in den Weg gelegt bekommt und die überwinden muss. Halt eine typische Märchenabenteuergeschichte, was ich sehr unterhaltsam fand, aber halt irgendwie anders, als ich es erwartet hätte. Was nicht schlecht ist, hat mich überrascht. Von daher deswegen 4 Sterne, hat mir echt gut gefallen. So. Dann noch ein Buch aus männlicher Sicht. Ich gucke mal runter auf dieses Buch, auf mein Buch der Bücher. Das hat mich aber allerdings, ja, was heißt enttäuscht? Eigentlich nicht enttäuscht, weil ich es so erwartet habe, aber es war eins meiner Flops mit 2,5 Sternen. Und zwar rede ich hier von Magospuren von John Green. Viele, sehr, sehr viele schwärmen über dieses Buch und ich kann es auch irgendwie verstehen, weil ich John Greens Schreibstil echt gerne mag. Er kann gut Bilder in einem hervorbringen und hat auch diese bedeutungsschwangere, ich sage das Wort sehr oft in diesem Video, hat auf jeden Fall diese Sprache, diese blumige Sprache und drückt auch viel in seinen Büchern aus, in seinen Sätzen. Aber ich mag einfach die Charaktere meistens nicht. In Das Schicksal ist ein mieser Verräter, da mochte ich die Charaktere. Da spielt die Geschichte aus, auch aus weiblicher Sicht. In den meisten anderen Büchern sollen die Geschichten, also die Charaktere, sich sehr ähneln. Was ich irgendwie zustimmen kann, weil ich hatte eine Via Alaska angefangen und es abgebrochen, weil ich die Charaktere überhaupt nicht mochte und dementsprechend nicht so richtig interessiert an der Geschichte war leider. Und jetzt habe ich Margot Spuren gelesen und ich muss sagen, ich habe es echt quer gelesen, weil ich die Charaktere nicht ausgehalten habe. Von allem Margot, die dann nach der Hälfte des Buches, sogar früher, ja, verschwindet und dann nicht mehr so oft vorkommt. Aber trotzdem war sie halt so präsent in Quentins Gehirn, in Quentins Gedanken, dass mich das echt angenervt hat. Ich konnte Margot überhaupt nicht leiden. Sie war für mich so die typische Highschool-Zicke, die einfach sehr, sehr egoistisch ist. Und ich mag einfach so Bücher und Filme nicht, wo die Charaktere viel zu egoistisch sind und irgendwie auf alles scheißen. Ich weiß, dass viele solche Sachen, also so Bücher wie das zum Beispiel gerne mögen oder auch Bücher wie The Perks of Being a Wallflower oder so, was mir auch gegen den Strich geht, weil da die
die Information, die rüberkommt bei mir, einfach ist, scheiß auf alle anderen, scheiß aufs Gesetz, mach was, wozu du lustig bist. Und das mag als Information, als Message in der Geschichte irgendwie gut sein, weil es anderen irgendwie das Gefühl gibt, dass sie was Besonderes sind und viel erreichen können, aber mir gibt das einfach so das Gefühl als Philosophin und als jemand, der das Gesetz sehr schätzt, dass hierzu irgendwie ungesetzmäßigen Handlungen aufgerufen wird und dass man sich nicht in die Gesellschaft eingliedern kann, und diese Message ist einfach nicht meins, und das wird halt durch solche Charaktere wie Margot sehr oft befeuert. Und deswegen kann ich die überhaupt nicht leiden. Und Quentin war für mich der typische Mitläufer, der irgendwie keinen richtigen Charakter hat, einfach nur Margot hinterher gestiefelt ist und sie vergöttert hat schon fast. Und das finde ich einfach langweilig. Es ist, sowas ist einfach nicht meins. Das ist schade, dass es so vielen gefällt und mir einfach nicht gefallen kann, weil ich schon von vornherein weiß, dass solche Art von Charakteren und solche Messages einfach nichts für mich sind. Aber ein Versuch war es wert. Deswegen habe ich mir den Film auch nicht angesehen und ich laber viel zu viel lang schon darüber. Dann habe ich ein Rätsel-Exemplar gelesen, und zwar das hier, Weil wir uns lieben, von Colleen Hoover aus dem DTV-Verlag. Hat wie viele Seiten? 379, und hat 4 Sterne von mir bekommen. Eine Rätsel existiert bereits dazu, wie gesagt. Die sind alle verlinkt, deswegen werde ich jetzt nicht allzu viel sagen, nur dass es hier weitergeht mit Lakens und Wills Liebesgeschichte. Zumindest ein kleiner Teil, das meiste ist leider Wiederholung vom ersten Band aus männlicher Sicht, was mich überrascht hat und was bei mir so am Anfang so eine kleine Enttäuschung hervorgerufen hat, weil ich dachte, es kommt jetzt hier so ein neues Abenteuer, und das war es halt nicht. Aber an sich hat es mich halt wieder reingezogen, und ich mag einfach die Charaktere und ich mag Colleen Hoover, und deswegen habe ich das auch genossen. Dann habe ich noch mein letztes quasi Buch für die Sommerlese-Challenge gelesen, ich glaube ja, weil es kurz vor Abschluss der Sommerlese-Challenge euch noch durchgelesen werden musste, und ich habe es auch geschafft, und zwar Eine Handvoll Worte von Jorge Moyes aus dem Rowohl Verlag, ist ein fetter Klopper, hat wie viele Seiten, ich muss mal gucken, 573, und hat von mir auch 4 Sterne gekriegt. Ich habe bisher ja nur, was heißt nur, ich habe ein ganzes halbes Jahr gelesen, dem habe ich 5 Sterne gegeben, weil ich das einfach sehr berührend fand und echt gut. Dann habe ich noch diesen kurzen Zwischenband, Begleitungsband zu Ein Bild vor dir gelesen. Wie heißt denn das? Steht da drüben, Die Tage in Paris, genau. Das habe ich gelesen, aber da steht halt auf 100 Seiten nicht viel drin. Deswegen konnte ich das nicht so richtig bewerten. Und deswegen war ich auch sehr gespannt auf dieses Buch. Spielt in 2 Zeitebenen, und ich war gespannt, wie sie das irgendwie rüberbringt, die Autorin, ob sie das so abwechselnd schreibt, also mal aus der Gegenwart, mal aus der Vergangenheit, oder halt getrennt voneinander, und das hat sie auch getan. Sie hat am Anfang so eine kleine Einleitung geschrieben aus heutiger Zeit, und dann hat die Protagonistin halt diese Briefe gefunden, um die es geht. Und dann kam nur noch ein sehr, sehr langer Zeitraum aus der Vergangenheit, was da was passiert ist, bla bla bla. Und dann irgendwann, kurz vor Schluss, ich denke 100, 150 Seiten, bevor das Buch zu Ende ist, kam es wieder auf die Gegenwart zurück. Und das, ja, was soll ich sagen? Die Vergangenheit wurde sehr gut beschrieben, die Charaktere konnte ich alle nachvollziehen. Es war echt auch emotional und mitreißend und so weiter. Aber dann war einfach das aus der Gegenwart viel, viel zu kurz. Und es ist echt ein fetter Klopper und da kommt echt viel drin vor. Aber ich finde, im Vergleich ist das, was in der Gegenwart spielt und die Charaktere, die da beschrieben werden, einfach viel zu wenig, weil ich mit denen keine Connections hatte, weil ich mich mit denen nicht auseinandergesetzt habe, richtig, weil da einfach keine Zeit mehr war. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie daraus irgendwie 2 Bände gemacht hätte oder so. Oder halt einfach die Geschichte aus der Vergangenheit ein bisschen gekürzt hätte, weil da hätte man auch einiges rausstreichen müssen. Das war schon sehr, sehr detailliert beschrieben. Und dafür den Platz mehr für die Gegenwart benutzt hätte oder das Buch auch einfach dicker gemacht hätte, ich weiß es nicht. Es war einfach nicht vergleichbar. Es war einfach schade, dass dieser eine Teil mir nicht so gut gefallen hat können, weil es einfach viel zu überstürzt war, viel zu schnell und die Charaktere einen nicht so berührt haben, nicht so mitgenommen haben wie die anderen, weil es halt einfach alles viel zu schnell ging, viel zu wenig Platz für Charakterentwicklung und
Ähnliches war. Deswegen ist das so ein bisschen schade. Aber ich fand die Idee an sich echt süß von diesen Liebesbriefen, die nach Jahrzehnten wiedergefunden werden und wo jemand auf den Grund gehen will, wo die herkommen, was für eine Liebesgeschichte dahinter steckt und wie die aufgebaut ist. Es war einfach eine süße Geschichte. Und deswegen habe ich dem Ganzen 4 Sterne gegeben, habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Egal. Dann habe ich gelesen, was denn Atlantia von Ellie Condy. Eingeblendet, habe ich schon längst wieder zurückgegeben in die Bibliothek, hatte 398 Seiten. Ich habe es leider quer gelesen, weil es mir nicht so zugesagt hat. Es war einfach ereignisarm. Ich habe hier dieses Vergleichsvideo dazu gedreht zu diesem Buch und dem nächsten Buch. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Und da gehe ich so ein bisschen mehr auf den Inhalt ein und was mir gefallen hat und was mir nicht so gefallen hat. Aber ich würde jetzt vor allem sagen, dass es sehr ereignisarm war. Es brauchte sehr, sehr lange, bis es in die Pötte kam, bis zu den letzten 100 Seiten oder so. Und selbst da, wo halt was passiert ist, am Ende auch vor allem, war das so sehr unspektakulär, so das Wort habe ich gesucht, unspektakulär. Es war einfach so, ja, ist halt passiert, ne? Jetzt weiter Daily Business machen. Es war halt leider nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jemals wieder was von Ellie Condy lesen werde, weil mir auch schon die Hesia und Kai Trilogie so mittelmäßig gefallen hat. Ich habe Atlantia 3 Sterne gegeben, wie gesagt, mittelmäßig war okay, aber muss man nicht unbedingt lesen. Das andere Buch, mit dem ich es verglichen habe allerdings, ist das hier Renegade Tiefenrausch von J.A. Sodas aus dem Piper Verlag. Das sollte man definitiv lesen. Es ist gut. Es ist richtig, richtig gut. Es hat 5 Sterne von mir bekommen und hat 359 Seiten und wird leider nicht weiter übersetzt. Eigentlich eine mehrteilige Reihe. Man kann es aber auch als Einzelband lesen, von daher lest es. Es ist so die typische Dystopie, es ist sehr actionreich, es ist sehr schnelllebig, es hat tolle Charaktere, die sich auch echt gut weiterentwickeln. Es hat so eine dichte Atmosphäre von auch Gefahr und so und es wird echt immer krasser von Seite zu Seite und immer blutiger und am Anfang denkt man gar nicht, dass es so wird. Weil vor allem in Jugendbüchern wird es ja meistens nicht ganz so blutig, in den meisten Büchern, aber hier wird an Blut sicher nicht gespart am Ende, obwohl es jetzt nicht so eklig ist. Ich fand es einfach umhauend. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so gut werden könnte. Ich habe auch so ein bisschen nach Atlantia vor allem, aber auch vorher schon so meine Skepsis gehabt, weil es unter Wasser spielt. Und ich bin nicht so die Freundin von Meerjungfrauenbüchern und so Fantasy-Geschichten von unter Wasser. Ich wusste zwar, dass das eine Dystopie ist, aber bei Atlantia zum Beispiel kommen auch so Fantasy-Elemente drin vor und ich hatte echt Angst, dass das irgendwie so drin vorkommt und dass es mir deswegen nicht so gefallen wird. Aber es war nichts mit Fantasy da drin. Es ist eine normale Dystopie, die halt einfach unter Wasser spielt. Es ist sehr gut gewesen und hat mich überrascht. Und ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ich fand es wirklich gut. Und deswegen guckt euch die Rezension einfach an und das Vergleichsvideo, falls euch das interessiert. Dann habe ich das Reread Challenge Buch gelesen, weil ich einfach Lust hatte und nach einem guten Buch vor allem auch Lust hatte auf ein weiteres gutes Buch und ich wusste ja schon, dass es mir gefallen wird. Sarubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier, die erste Band der Edelstein-Trilogie, hatte ich ja gesagt gezogen. Existiert an Lesemotion-Videos, verlinke ich euch in der Infobox. Das Buch hat 343 Seiten und hat von mir natürlich 5 Sterne gekriegt. Ist eins meiner Lieblingsbücher aus eins meiner Lieblingsreihen. Und ich muss da, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Alle, die Zeitreisebücher gerne haben und diese Trilogie noch nicht gelesen haben, obwohl ich nicht verstehen kann, wieso. Aber die meisten werden es eh schon gelesen haben. Also trotzdem an alle, die es noch nicht gelesen haben, schaut es euch mal an. Es ist wirklich gut. Es ist witzig, es ist mitreißend, es ist aber auch trotzdem locker, leicht und Kerstin Gier hat einfach einen super Schreibstil und ich kann es einfach nur empfehlen, ich mag es sehr gern. Aber falls ihr das hier, die ersten paar Seiten schon gelesen habt und wisst, ah, das gefällt mir, legt euch die restlichen Bände zu, denn das Ding hat kein Ende, es endet einfach mitten in der Geschichte und man will wissen, wie es weitergeht, weil es halt kein
in der Hand. Und deswegen liest man dann schnell den zweiten Band, weil der halt direkt da an dieser Szene auch wieder anknüpft. Und ja, das hätte ich echt gern gemacht, aber ich hatte ja noch andere Bücher zu lesen und ich habe es ja nicht in der Review-Challenge gezogen. Deswegen muss das der zweite Band noch ein bisschen warten. Danach habe ich noch ein Rätsel-Exemplar gelesen, und zwar eins, das so ziemlich jeder schon fast gelesen hat. Und ich dachte, meine Rezension wird jetzt eine der letzten sein. Kann auch sein, aber es war auf jeden Fall nicht die letzte, weil ich noch ein paar davon jetzt letztens gesehen habe. Und zwar Schau mir in die Augen, Audrey von Sophie Kinsella, ihr erstes Jugendbuch. Und ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Und es hat 379 Seiten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da eine Leserille reinmachen konnte. Aber das habe ich gemacht, falls ihr das seht. Und ich habe es auch ein bisschen schief gelesen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber irgendwie war es für mich sehr schwer, da keine Leserille reinzumachen, obwohl ich immer sehr drauf aufpasse. Naja, seltsam. Ich fand die Geschichte an sich echt sehr süß und auch gut gemacht. Aber ich fand, dass die Autorin sich ein bisschen so in den Nebencharakteren und in den Nebenplots so ein bisschen verloren hat. Vor allem in der Geschichte zwischen Mutter und Sohn. Und dafür halt ein bisschen zu wenig von Audreys Geschichte zum Tragen kam. Und das fand ich so ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber ansonsten war es echt eine süße Geschichte. Zwischendurch kann ich auch durchaus empfehlen. Und ja, mochte ich sehr gerne. Dann habe ich das Buch gelesen, das ich in der Sublosung gezogen habe. Und ich muss sagen, das hat mich auch sehr überrascht. Und zwar rede ich von Spinnenkuss. Den ersten Band der Elemental Assassins von Jennifer Estep ist wirklich ein eher erwachseneres Buch als die Mythos Academy. Das haben alle gesagt, aber ich habe das nicht so recht geglaubt, würde ich mal sagen, weil ich dachte, dass die Autorin sich wahrscheinlich sehr auf diese Genre eingeschossen hat und dass es vielleicht höchstens ein bisschen blutiger ist oder so. Aber nee, das ist schon eine erwachsene Geschichte. Die Protagonistin ist, glaube ich, 30 und es hat auch viele sexuelle Anspielungen drin. Also es hat auch, glaube ich, mindestens eine Sexszene drin. Von daher ist es auf jeden Fall ein erwachsenen Fantasy-Roman und hat nichts mit der Mythos Academy gemeinsam. Und ich fand es echt gut. Ich mochte schon so die Ideen, die Jennifer Estep hatte, auch in Mythos Academy. Und ich mochte auch ihren Schreibstil sehr gerne. Ich mochte nur diese ganzen dauernden Wiederholungen in der Mythos Academy nicht. Aber da es hier ja ein erster Band ist, kommen mir noch keine Wiederholungen vor. Und da es mich sehr überraschen konnte, sowohl von dem Protagonisten und wie die Welt so aufgebaut ist her, als auch von der actionreichen Handlung, die ich wirklich sehr gemocht habe. Und deswegen habe ich dem 4,5 Sterne gegeben. Es hat 429 Seiten. Ich hatte so ein paar kleine Kritikpunkte. Zum einen diese Magieschiene, die es hier gibt. Die habe ich teilweise nicht ganz verstanden. Es wurde nicht alles so richtig erklärt. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, es ist überflüssig. Also die Geschichte hätte für mich genauso gut funktioniert, ganz ohne diese Fantasy-Elemente, diese Magie-Schiene, die da drin existiert. Manchmal hat sie so ein bisschen geholfen, manchmal war sie auch ganz interessant und gut eingebaut. Aber manchmal habe ich mich so gefragt, wieso ist das jetzt so, wozu braucht man das? Es hätte auch gut ohne funktioniert. Vielleicht wird das in den restlichen Bänden noch ein bisschen mehr eingebunden und ein bisschen besser erklärt. Das würde ich mir wünschen. Aber ansonsten fand ich es ganz gut. Ich fand ein bisschen noch diese Liebesgeschichte quasi, die drin eingebaut wurde, fand ich noch ein bisschen, hätte man noch ein bisschen emotionaler gestalten können, ein bisschen ja, mitreißender. Ich fand es zwar ganz süß, aber mir hat noch so der letzte Kick gefehlt, den normale Liebesgeschichten haben. Aber ich denke, das werden die restlichen Bände auch noch machen können, weil es hat ja noch ein paar Bände. Aber ansonsten, sehr gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weiter mit ein paar Rätsel-Exemplaren gemacht, weil die sich hier quasi gestapelt haben und ich das unbedingt lesen wollte. Und zwar zum Beispiel Trust in Me von Jaylen aus dem Piper Verlag hat ganz genau 304 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen, wie absolut jedes Buch in dieser Reihe, weil es einfach toll ist. Das hat von mir 5 Sterne für das, was es ist, bekommen, also als Wiederholung des ersten Bandes aus männlicher Sicht. Da erwarte ich einfach nicht so viel wie bei den anderen Bänden, weil es halt eine Geschichte ist, die ich schon kenne.
Und weil ich einfach nur dieses Gefühl nochmal haben will, das ich hatte beim Lesen des ersten Bandes. Und das habe ich auf jeden Fall geschafft. Und ich mag die Charaktere immer noch. Und ich kann es auch empfehlen, alle, die den ersten Band, also Wait for You, gerne mochten, werden das hier sicher auch mögen, weil es einfach nochmal hier dieses Feeling davon hervorbringt. Wenn ich das als Einzelband benoten, besternen müsste, wenn es so ein Wort gibt, dann würde es definitiv weniger Sterne bekommen, also so 4,5 oder so, weil mir doch manche Szenen ein bisschen kurz kamen. Ihr seht es, ich habe es auch gerade gesagt, es hat 304 Seiten und Wait for You hat um die 500 Seiten. Deswegen ist klar, dass einiges so ein bisschen gekürzt wurde oder rausgestrichen wurde, wenn es halt ein bisschen schneller geht, ein bisschen schnelllebiger ist und damit nicht alles nochmal tausendmal durchgekaut werden muss, weil die meisten das ja schon wissen, die das hier lesen. Aber ich fand es manchmal so ein bisschen schade, weil ich da auf die Meinung von Cam und Co. gewartet habe, auf genau diese Szene manchmal und dann wurde es halt einfach übersprungen und dann dachte ich mir, schade. Aber dazu existiert eine Rezi, guckt euch einfach die an, da rede ich noch mehr drüber. Kommen wir einfach zum nächsten. Ich habe vor allem Trust in Me gelesen, weil ich es mitnehmen musste zum Booktuber-Treffen. Und das Buch, das ich im Moment da gelesen habe und nicht mitnehmen konnte. Und weil es mich auch etwas genervt hat und ich eine Pause von diesem Buch brauchte. Und zwar rede ich von Thoughtless, erstmals verführt von S.C. Stevens aus dem Goldman Verlag. Ist auch ein Rezi-Exemplar gewesen. Und ich war echt angenervt von diesem Buch und es ist auch einfach zu fett, um es mitzunehmen. Es hat 634 Seiten und hat von mir sage und schreibe 2,5 Sterne bekommen und ist damit eins leider meiner Monatsflops geworden, zusammen mit Margot Spuren. Es hat vielversprechend angefangen. Ich mag den Schreibstil der Autorin, sie hat es irgendwie hingekriegt, mir die Charaktere nahe zu bringen und auch deren Gefühlswelten und so weiter. Und es hat mich auch irgendwie reingezogen. Und ich mochte auch die Charaktere und ich konnte echt vieles nachvollziehen, vor allem den Anfang, die Liebesgeschichten und auch, dass die Protagonistin sich zwischen zwei Kerlen wiedergefunden hat und beide irgendwie mochte. Das konnte ich auch noch verstehen. Aber es hat einfach diesen Punkt überschritten, wo ich mich als Person nicht mehr mit ihr identifizieren konnte, weil ich mich für einen der beiden entschieden hätte und dabei geblieben wäre. Und sie einfach immer noch diese doppelte Schiene gefahren ist und zwischen beiden gependelt ist und ich fand das einfach ziemlich grausam, weil es allen Beteiligten wehgetan hat und der Protagonistin quasi zwar nicht egal war, aber sie hat trotzdem damit gelebt und ja, wollte halt nichts dagegen machen und das hat mich einfach rausgebracht und dann hat mich das Ganze angenervt, weil es halt einfach 600 Seiten ist, in der sie sich nicht entscheiden konnte und das quasi der ganze Inhalt dieses Buches ist und es hat mich einfach genervt. So schade, weil der Anfang so gut war und auch der Schreibstil. Und deswegen bin ich jetzt gerade echt am Hadern, ob ich das weiterlesen soll, weil der zweite Teil auch besser sein soll. Vor allem, weil diese Dreiecksgeschichte dann auch passé ist. Aber irgendwie sind die Charaktere, vor allem die Protagonistin, für mich jetzt so, dass ich nicht unbedingt noch was von ihr lesen möchte. Und man kann es auch als Einzelband so stehen lassen. Es hat schon ein Ende, das man auch so stehen lassen könnte. Und deswegen überlege ich es mir gerade noch. Und das ist halt ein bisschen klischeehaft. Falls ihr keine Klischees mögt, dann ist das sicher nicht das Buch für euch. Aber ja, es ging. Dazu gibt es natürlich auch eine Rezi, die verlinke ich ebenfalls, so wie die Rezi zu diesem Buch. Ich muss einfach noch was von Jaylen lesen. Fall with Me, wie gesagt, Jaylen, Piper Verlag, hat von mir auch 5 Sterne gekriegt. Wer hätte das gedacht? Und hat 349 Seiten. Ist ein bisschen dünner als die restlichen Bände. Okay, dicker als Trust in Me, aber Trust in Me ist auch nur so ein quasi Begleitband gewesen. Das war auch mein einziger Kritikpunkt. Es ist ein bisschen zu schnell losgegangen. Es ist direkt am Anfang nach, weiß nicht, 20, 30 Seiten direkt mitten im Geschehen gewesen und das war mir einfach ein bisschen zu schnell, weil ich ein bisschen mehr Zeit gerne gehabt hätte, mit den Charakteren warm zu werden und halt, ich mag einfach diese Flirtphase zwischen den Charakteren, wo sie sich halt ein bisschen näher kommen, ein bisschen hin und her flirten, vielleicht ein bisschen so streiten, auch so ein bisschen necken. Ich mag einfach diese Phase sehr gerne, das vermittelt mir so das Gefühl, mich quasi mit ihnen zu verlieben. Und wenn sie aber direkt am Anfang schon von 0 auf 100 sind, komme ich da nicht mit. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es macht natürlich Sinn, weil die Charaktere, die ich schon ewig kenne in diesem Buch, aber ich kenne die Charaktere einfach nicht so gut, wie sie sich einander kennen und sich selber kennen. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich richtig drin war.
Aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil es wieder Jaylen ist und weil ich einfach diese Reihe liebe und deswegen die 5 Sterne. Ich konnte einfach nichts anderes geben, auch wenn der Einstieg für mich ein bisschen schwierig war, aber trotzdem mochte ich es sehr, sehr gerne. Und guckt euch die Rezi an, falls es euch interessiert. Dann komme ich leider zu einer weiteren Enttäuschung, wo ich mehr erwartet hätte. Das hat leider ein paar Mal öfter in diesem Monat stattgefunden. Und zwar war dann nach diesem Buch, obwohl das ja auch schon nicht auf meinem Want-to-Read stand, war mein Want-to-Read erschöpft, außer Harry Potter, aber das habe ich ja jeden Tag so ein bisschen gelesen. Und deswegen habe ich mir überlegt, welches Buch möchte ich denn jetzt lesen, habe mich vor mein Regal gestellt und natürlich direkt das hier rausgezogen. Und zwar Du oder die große Liebe von Simon Elkle ist der dritte und letzte Band der Fuentes-Brüder-Trilogie. Und habe es gelesen und ich habe mir einfach das erwartet, was die anderen Bücher bei mir auch schon geschafft haben. Einfach so eine schöne Liebesgeschichte. Ich habe mir auch erwartet natürlich, dass es nach demselben Schema abläuft. Und irgendwie war es auch so. Es war so halt das ähnliche Schema wie vorher auch schon. Aber es hat mich leider so ein bisschen enttäuscht. Es hat von mir leider nur 3 Sterne gekriegt im Vergleich zu den beiden anderen Büchern, die 5 Sterne gekriegt haben. Ist das echt sehr schade. Es hat 379 Seiten gehabt. Was mich gestört hat, war, ich weiß nicht. Es war einfach, es hat ganz gut angefangen. Ich mochte die Charaktere nicht so gerne wie die anderen. Ich weiß nicht, woran es lag. Vor allem die weibliche Protagonistin war bei mir so ganz okay, aber so ein bisschen überdramatisch, so Drama Queen quasi. Und das fand ich dann nicht so toll. Den Typen habe ich gerne gemacht. Er erschien sehr intelligent und wurde auch so dargestellt, dass er irgendwie die Intelligenzbestie der Familie ist und trotzdem irgendwie teilweise dumme Sachen macht. Aber es muss halt einfach sein. Und dachte ich mir, okay, ich mag den Kerl einfach lieber. Ja, kommen wir weiter. Und dann kam diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, dachte ich noch, ja, ganz okay. Kann was werden, kann vielleicht auch die 5 Sterne bekommen, wie die anderen Bände. Und dann kam einfach der Punkt, wo so ein Twist reinkam, wo etwas enthüllt wurde, was für mich sehr überraschend war. Hätte ich echt nicht damit gerechnet, fand ich auch gut, dass so ein Twist drin war, auch wenn ich das nicht ganz verstanden habe und es auch nicht erklärt wurde bis zum Ende nicht, wie das zustande kommen könnte, aber ich fand es gut, dass man da irgendwie so einen Twist reingebaut hat. Das Problem war danach nur, dass der Protagonist, Louis heißt er, angefangen hat, sich total unlogisch zu benehmen. Er hat einfach Sachen gemacht, die gar nicht mit seinem Charakter konform gingen und die einfach keinen Sinn gemacht haben. Und er hat versucht, sie so pseudo zu erklären, aber die Erklärung war keine richtige Erklärung, sondern nur so ein, ich mach das einfach jetzt. Und quasi für die Erklärung bräuchte man wieder eine Erklärung und es hat einfach keinen Sinn gemacht. Es war unlogisch, ich habe es nicht verstanden und deswegen hat es mich genervt. Ich habe gelesen und dachte mir, oh, wann ist das Buch vorbei? Wann erklären sie endlich, wieso er diese Blödsinn macht? Und dadurch, dass ich die Protagonistin halt so ein bisschen auch schon vorher nicht so ganz so sehr mochte und ihn jetzt auch nicht mehr mochte, mochte ich das Buch einfach nicht mehr und deswegen hat es nur noch 3 Sterne gekriegt. Ich habe es einfach nicht verstanden, wieso man auf Teufel komm raus auf den letzten Seiten so viel Drama machen muss, obwohl es nicht mit den Charakteren passt. Schade. Einfach schade. Ich habe mir so viel mehr erhofft. Vielleicht habe ich zu viel erwartet. Also einfach schade. Dann habe ich natürlich, wie gerade gesagt, das besagte Harry Potter Buch gelesen. Und zwar Harry Potter und der Feuerkelch von Joanne K. Rowling. Hat sage und schreibe 767 Seiten und hat von mir 4 Sterne gekriegt. Ich muss sagen, dass ich irgendwann angefangen habe, es so ein bisschen quer zu lesen, weil es sich einfach echt gezogen hat. Und es einfach zu viele Seiten hatte und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme nicht voran. Und das ist für mich echt tödlich. Irgendwann hätte ich da vielleicht noch keine Lust mehr gehabt, daran zu lesen. Und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen nur die Dialoge gelesen. Und dann habe ich mal wieder ganz gelesen und dann mal wieder nur die Dialoge. Ja, ist eine Schande, ist ein tolles Buch. Ich weiß, müsste man eigentlich ganz lesen. Aber irgendwann kam bei mir einfach so der Frust, oh, ich komme nicht voran bei diesem Buch. Und ich will endlich so die spannenden Stellen kommen. Und deswegen musste einfach leider so ein bisschen querlesen werden. Es war aber gut, es hat für mich, wie gesagt, 4 Sterne gekriegt. Irgendwie kommt bei mir nicht so richtig an den zweiten Band ran. Den fand ich bisher am irgendwie spannendsten, am mitreißendsten, keine Ahnung wieso. Aber es war ganz interessant.
Ich kann auch immer noch, obwohl wir nicht mehr zusammen lesen, mit Jen immer noch mich darüber austauschen. Vor allem die Sachen, die ich nicht verstehe oder die ich irgendwie unlogisch finde, schreibe ich immer Jen oder spreche sie als Voicemail, also aus dieser Sprachnachricht bei WhatsApp, schicke es zu ihr und dann erklärt sie mir immer alles, was ich nicht verstehe, damit ich das auch irgendwie richtig kapiere, was ich ziemlich gut finde. Danke dafür, Jen. Harry Potter, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und das letzte Buch, das ich quasi noch ausgepowert habe am letzten Tag. Ich hatte zwar noch die Hälfte des Buches, aber es sind nicht so viele Seiten und ich war auch einfach drin und wollte es zu Ende lesen. Und zwar Verliebe dich nie in einen Rockstar von Theresa Spora. Habe ich ja gekauft nach dem Booktuber-Treffen und habe ich eigentlich aufs Want to Read für den September gesetzt, aber ich wollte es einfach lesen und es war auch gar nicht so dick. Es hat nämlich nur 295 Seiten und hat von mir übrigens 4 Sterne gekriegt und ja, ich mochte es gerne, aber irgendwie waren für mich die Charaktere so ein bisschen zu übertrieben, ein bisschen zu dramamäßig, wenn ihr wisst, was ich meine, ein bisschen zu viel des Guten irgendwann, aber trotzdem mochte ich es gerne und ja, die Idee war einfach gut, auch wenn die Charaktere für mich so ein bisschen zu übertrieben waren irgendwann, ein bisschen zu sehr, zu viel des Guten. Vor allem Zoe war so ein bisschen zickig mittendrin, hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht. Sie hat auch so sehr auf ihre Zickigkeit beharrt und irgendwie nicht so richtig davon losgekommen, obwohl die Charaktere sich eigentlich schon weiterentwickelt haben. Und das ist auch nicht ein bisschen anstrengend so gegen Ende. Ich fand auch teilweise den anderen Protagonisten, wie heißt er nochmal, Alex, manchmal auch zu übertrieben. Man merkt schon, dass er sich weiterentwickelt hat, dass er eigentlich viel lieber geworden ist und sie nicht mehr so viel nerven möchte und auch nicht mehr so tut. Aber trotzdem gibt es dann immer noch diese Ausraster, dass er das trotzdem immer noch macht. Und irgendwann habe ich das nicht so recht verstanden und es war mir dann auch zu viel, weil ich das Gefühl hatte, sie entwickeln sich weiter, die Charaktere, und dann treten sie wieder einen Schritt zurück. Und dann entwickeln sie sich wieder weiter und dann treten sie wieder einen Schritt zurück. Und das war irgendwann ein bisschen frustrierend. Aber ich mochte es trotzdem gerne. Ich mag diese Welt, die Theresa hier aufgebaut hat. Ich mag unheimlich ihren Schreibstil, vor allem ihren Humor. Ihr müsst euch einfach nur die Überschriften angucken. Mein Leben, die Freakshow zum Beispiel. Es gibt unheimlich lustige Wortspiele und so. Die 20 Sekunden sind keine Minute. Das alleine ist schon irgendwie lustig. Aber im Kontext ist es halt noch lustiger. Für ihn das Niveau eine Hautcreme. Es ist einfach, ja, auch wenn ich es manchmal ein bisschen zu übertrieben fand, ist es einfach so ein kleines Wohlfühlbuch und ich mochte es gerne. Damit war es das auch mit den 17 Titeln. Das war das letzte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon schon gelesen habt und wie ihr es so gefunden habt oder ob ihr das jetzt unbedingt auch lesen möchtet, weil vieles davon kann ich auf jeden Fall empfehlen, so gut wie alles fast. Der Lesemonat ist vorbei, übrigens war der Durchschnittssternevergabe 4 Sterne, was auch ziemlich gut ist. So, bye Leute, bis zu meinem nächsten Video.